Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Und letztes Mal haben wir mit Lock Terror aus Marsch befreit, oder zumindest die Minen befreit. Heute wollen wir mal ausrüsten. Das bleibt alles so. Bei Lock, also schauen wir mal bei Terror, da können wir den Mittelsäbel rein tun und sonst bleibt auch alles so. Also wir sind übrigens voll geheilt, was sehr gut ist, und volle HP und volle Mana. Allerdings, bevor wir nach Figaro aufbrechen, schauen wir mal in dieses Haus, und das zwar ist das ist quasi ein kleines Tutorial-Haus. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Und als allererstes können wir uns den Kübel anschauen. Der stellt HP und Mana wieder her. Genau. Und es gibt auch andere Steinquellen noch. Ja, Ratgeber, wie auch immer. Und schauen wir mal da rein. Ich bin eigentlich nur hier, um die Schätze abzugreifen. Hallo, lass mich vorbei. Hallo! Oh Gott! Komm, ich will den Schatz zurück, danke! Hallo! Okay, und diese Schatztruhe ist gleich mal ein Monster in einer Truhe drin. Was nicht allzu schwierig ist, weil erstens wollen wir von dem Typen sowieso stehlen. Und zweitens haben wir quasi unendlich viel Mana, weil wir draußen wieder mit Mana auffüllen können. Und ich glaube, außer den Tonic, dass wir von dem Typen stehen können, gibt es hier gar nichts. Also, ja, 30 GS. Also, GS ist übrigens die Währung hier. Die. Oh, Tinktur, cool. Tinktur ist, glaube ich, gegen Augen. Das ist nicht Augentropfen, sondern gegen. Gegen was ist Tinktur eigentlich? Genau. Ah, ja, genau. 50 MP. Das ist so wie ein Ether. Was würde ich sagen? So, ich vergesse, was ich sagen wollte. Verdammt! Egal. Was ist hier? Genau. Natürlich bei Warten, das funktioniert so, dass Warten natürlich nur dann in Effekt ist, wenn man in einem Untermenü ist. Das heißt, wenn man in dem Übermenü ist, wo steht Angriff, Magie und so, dann läuft die Zeit ganz normal weiter. Hier bekommen wir einen Schlafsack. Was ein Schlafsack ist, habe ich schon erklärt. Das ist quasi so ein Zelt, nur halt für eine Person. Da ist nichts drinnen. Naja, das kennen wir alles schon. Was sagt der hier? Genau. Ja, das werden wir vielleicht auch später mal brauchen. Genau, und Personenwechsel. Die Steuerung ist im Prinzip sehr ähnlich wie in den anderen Final Fantasies. Ja, es macht nichts. Wir kommen da schon zurecht, also. So, hier gibt es wieder eine Kiste, weil ich hinkommen kann. Tonic. Ich glaube, hier ist nichts mehr drin, ja. Ja, und hier werden Zaubersprüche erklärt, also einige Spoiler, es gibt natürlich auch Leben und Regeneration, also macht ja nichts. Das war eigentlich alles, was ich hier machen wollte und was man hier, glaube ich, machen kann. Außer mit den ganzen Typen reden, aber wir werden noch so viel reden in dieser Folge, also brauchen wir uns nicht hier aufhalten mit dem Tutorial-Zeug, das wir sowieso kennen. Hier sind wir auf der Weltkarte und ich weiß nicht ganz genau, wie man es wissen soll, aber man muss hier links vorbeigehen, nicht Richtung rechts zu dem komischen See. Und hoffentlich kommen wir jetzt bald zu einem Zufallskampf. Ah ja, ich will nämlich Gegner herzeigen, und zwar ein süßes Kaninchen, und von denen stehlen wir gleich mal, und ja, dadurch, dass das Kaninchen nicht allzu stark ist. Ein Schlag von Terra macht es natürlich nicht, aber für ein Kaninchen will ich nicht unbedingt Mana verbrauchen für Terra. Wobei es in dem Prinzip jetzt, in dem Sinn jetzt nicht so wirklich schwierig ist, weil bevor wir das nächste Mal einen größeren Kampf bestreiten, legt sich Terra sowieso nochmal schlafen. Aber hier können wir noch stehlen von dem komischen Dunkel. Wie heißt der? Dunkelwind. Laubkerl und Dunkelwind, naja, wie auch immer. Sollte genug sein, um. Also, Feuer sollte genug Schaden machen, um die mit einem Schlag zu zerstören, oder zu töten, oder niederzustrecken, oder wie auch immer ihr wollt. Und hier in der Wüste, ich schau mal, hier gibt es nämlich noch einen neuen Gegner zu sehen. Ich hoffe, ich zeige das noch kurz hier, bevor ich nach Figaro gehe. Figaro ist übrigens das. Das komische Schloss da mitten in der Wüste.
Ich finde auch hier den Effekt hier im Hintergrund, wo die Wüste quasi so wappert, sehr toll. Also das ist für Super Nintendo Zeiten sicher extrem, extrem aufregend gewesen. Und daher hat sich quasi Square den Ruf erarbeitet, immer sehr, sehr tolle Grafiken zu erstellen. Also ich glaube, das hat da schon angefangen. Also, weil es sieht ja wirklich gar nicht mal so schlecht aus, dafür, dass es ja schon fast 20 Jahre alt ist. So, und hier, Burg Figaro. Ah, ja, wir sind's. Dann gehen wir mal rein. Und wir können uns die Burg genauer anschauen, allerdings ist noch einiges zugesperrt und wird erst aufgesperrt, wenn wir etwas machen, und zwar mit dem König reden, und das machen wir auch gleich. Also wir gehen hier gerade durch in den Thronsaal und schauen mal, wer uns da als König erwartet. Ja, diese junge Dame, die kann zaubern. Achso, Edgar weiß das noch gar nicht. Ah ja, stimmt. Edgar ist natürlich der König hier, ich habe das jetzt leider schon vorgenommen. Er wird hier gleich vorgestellt, also Figaros junger König, Statthalter des Imperiums und Meister im Umgang mit Maschinen. Das wird übrigens noch wichtig werden. Und zwar ist das Edgar, König Edgar, oder wie immer man ihn nennen will. Und Locke kennt ihn natürlich, erkennt einen König, ist natürlich total aufregend, also. Ja, natürlich, wir sind dicke Buddies und so. Locke verzieht sich mal und okay. Ja, natürlich, das ist der allererste Grund. Naja. Dann lange nichts, dann überhaupt lange nichts und dann die Fee. Also du kannst zaubern, aber eigentlich bist du nur hübsch, also. Das ist Edgar. Übrigens soll in der japanischen Version noch viel stärker Terra anbraten hier, also. Viel zerknirschter sein, als wenn sie nicht auf ihn einsteigt. Ja, und nach dem kurzen Gespräch können wir uns als Terra hier frei in der Burg bewegen. Werden wir auch gleich machen. Wir holen uns die ersten paar Schätze. Was sagen die Typen hier? Ah, okay. Ich dachte, es kann niemand mehr zaubern außer uns. Also, außer Terra jetzt in dem Fall. Hier gibt es eine Phönixfeder, die wir auch holen sollten. Und wenn wir hier raufgehen, ist nur also der höchste Turm der Burg. Nichts wirklich Aufregendes. Leider spiele ich momentan mit dem Xbox Joypad, also mit dem Xbox 360 Controller, und das Digitalpad ist nicht so ganz toll. Ah, okay. Hier gibt es übrigens, da links und rechts gibt es Shops, die wollen wir auch gleich mal anschauen. Zuerst Kisten aufsammeln mit einem Tonic und, glaube ich, Gegengift. Ah. Und dann gibt es hier Geräte zum Kaufen. Und zwar den Flitzebogen, den Warnsummer und den Giftschleuder. Einen Flitzebogen haben wir schon. Warnsummer und Giftschleuder kaufen wir uns jetzt. Was die Dinger genau können und warum die ziemlich cool sind jetzt auch schon, sehen wir gleich. Also sie sind auch verhältnismäßig billig dafür. Ich glaube, man kann sich später sogar noch billiger bekommen, aber dafür, wie nützlich das sind sie verhältnismäßig billig. Also. Hier ist der zweite Shop, was der verkauft, sehen wir gleich. Also zuerst mal einen Steinerweicher, das ist natürlich gegen Stein. Hier können wir Tonic, Tinktur, Gegengift, Steinerweicher. Magie-Echo ist, glaube ich, soweit ich weiß, gegen Stumm. Phoenix wieder kennen wir schon. Schlafsack ist, wie gesagt, Z kennen wir auch. Brauchen wir eigentlich nichts aufsammeln, wir haben genug gestohlen mit Lock. Also schauen wir uns mal die Burg selber an, was die Leute hier sagen. Ah, okay. Zum Beispiel. Ach, na toll. Kannst du mir das bitte verraten? Ich will schon wissen, oder? Keine Sorge, wir sehen das noch gegen Ende der Folge, was die Burg wirklich drauf hat. Naja, so modern sieht sie halt nicht aus, abgesehen von der Klimaanlage in den ganzen Türmen drinnen. Okay, warum? Magie ist doch cool, oder? Ah, Magieritter. Ist Terra auch ein Magieritter? Ja, das werden wir später erfahren. Oder eigentlich
Gar nicht. Wir schauen uns zuerst mal die Burg an. Hier können wir kurz rausgehen aus der Burg und die tollen Chocobo-Reiter hier bewundern. Und natürlich ist Figaro eine Wüstenburg, falls wer noch nicht dahinter gekommen sein sollte, dass Figaro eine Wüstenburg ist. Jetzt wissen wir es. Es gibt hier, glaube ich, keine Schätze mehr zu holen. Ich schaue nur... Ah, okay. Warum macht ihr das? Ich schaue nur kurz die Burg durch und spreche mit einigen Leuten, um etwas Zeit zu verbraten. Die Folge wird etwas länger dauern wahrscheinlich, aber das macht ja nichts. Wir haben ja kein Zeitlimit mehr. Dann schauen wir uns noch den anderen Trakt an hier. Achso, Blödsinn, wir müssen ja nicht nach vorne gehen. Stimmt. Es gibt nämlich quasi, Figaro ist sehr symmetrisch aufgebaut, also man kann immer überall, wo man rechts rein kann, kann man auch links rein. Am besten ist, wir schauen uns zuerst mal alles an, was rechts ist, und dann schauen wir uns die Sachen an, die links sind. Okay. Kommst du her? Ich glaube fast nicht, also. Ja, nein. Trotzdem, wenn er Sachen stehlt, müsste er eingesperrt werden. Ah ja, der Typ rechts unten ist übrigens aus Final Fantasy V, habe ich mir sagen lassen. Also der, in der rechten Zelle. Ich kenne ihn nicht, deswegen ich lasse ihn einfach mal aus, also. Okay, schauen wir uns den Maschinenraum an. Oder auch nicht. Schade. Ich glaube, da können wir viel, viel später dann nochmal rein. Naja, die Frage ist eigentlich, ist Edgar wirklich Verbündeter des Imperiums oder tut er nur so? Oder hier könnten wir uns ausruhen, brauchen wir nicht. Wir werden nachher speziell, separat nochmal ausgeruht. Deswegen brauchen wir das Inn hier nicht in Anspruch nehmen. Hier geht es wieder raus in die Wüste, in den Seitenturm. Ja, und hier, wir sind in der Wüste. Wir wissen schon, nur um mit der Story weiterzukommen, müssen wir hier mit der Oberin reden. Dann kommen wir nämlich zu einer Geschichte, die sich um Edgars Zwillingsbruder dreht. Zu dem, den wir später nochmal sehen, also. Falls das nicht klar sein sollte, hier geht es um den Vater der beiden. Das ist eine Rückblende quasi. Ja. Und einer von den beiden hat den Thron geerbt. Wie das genau funktioniert mit dem Thron erben, sehen wir später noch. Aber der andere kann jetzt quasi machen, was er will, und das ist Seven. Den werden wir später nochmal sehen. Und der erinnert mich an etwas ganz Besonderes eigentlich. Gut. Was sagt die Kleine? Oh Gott. Bist du nicht etwas jung dafür? Weiß ja nicht. Hier geht's noch rauf auf den Turm. Oh, okay. Ist aber nicht so gut, oder? Und um mit der Story weiterzumachen, müssen wir jetzt mit Edgar wieder reden. Und vorher reden wir noch mit dem anderen, allerdings den Weg zurück ist mir zu lang. Ich schneide den kurz raus. So, wir sind im Raum vorm Thronraum und hier haben wir den Kanzler. Und erklärt, warum Seven jetzt eigentlich quasi aus der Burg geflohen ist. Und zwar... Die Nachfolge für das Königreich wurde mit einem Münzwurf geregelt. Das heißt, die haben eine Münze geworfen und einer hat gewonnen und der andere nicht. Also ich kann mir fairere Nachfolgesysteme vorstellen, aber macht ja nichts. Ja, ist ganz gut, ja. Der schon wieder. Muss das sein? Ja, kann man sich manchmal nicht aussuchen, oder?
bist in der Wüste. Oh Gott. Die armen beiden. Und das Lachen von Gäfgar. Also er ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, falls es noch nicht klar war. Hier könnten wir theoretisch Edgar ausrüsten, machen wir allerdings später, ist nicht so wichtig momentan. Ja, ist eine gute Frage eigentlich. Wir sind ja auch eine Stadt des Imperiums, oder? Das Ungemach hält er nicht wirklich zurück, ne? Tja. Mehr Frauen als die Wüste Sandkörner hat. Naja, ich weiß ja nicht. Ich habe nicht so viele gesehen, also außer die Oberin und die Kleine. Okay. Soll das eine Drohung sein, oder? So, und um weiterzumachen, hier mit Lockreden. Hier können wir übrigens vor Lock gehen und uns so quasi den Weg abschneiden. Aber nach dem ersten Bildschirmwechsel ist er natürlich vorne. Und er zeigt uns quasi, wo unser Zimmer ist. Ab hier gibt es nämlich nur mehr einen Weg. Und müssen wir einfach nachlaufen. Ja, das Digitalpad von dem Controller ist wirklich sehr unangenehm zeitweise. Man muss sich nur einfach Zeit lassen, dann geht's schon. Ah, hier ist schon Lock. Du bist ein Dieb? Echt? Schatzsucher, Schatzsucher bitte. Ah, okay, das macht natürlich mehr Sinn jetzt, ne? Ich glaube nicht, dass du wirklich Soldat von Imperium bist, weil sonst hätten sie dir ja keine Sklavenkrone aufgesetzt, oder? Du könntest uns helfen. Du schaut ziemlich cool aus, also vor allem mit Magie und so, ich weiß nicht. Du könntest den Löwen durchaus unter die Arme greifen, oder? Ja, das Erste, was du machst, ist wahrscheinlich, dass du dich niederlegst, oder? Okay, wieder eine Rückblende. Oder, nein, gar keine Rückblende, stimmt. Was ist los? Oh, das Schloss brennt. Ist aber nicht so toll, oder? Soll das? Kannst du bitte nicht mein Schloss anbrennen? Feuer, Feuer, jo! Naja, gut. Das ist nicht so toll irgendwie, oder? Was machen wir jetzt? Ich glaube nicht, also. Cool, Chocobos! Naja, er wird doch nicht seine Angestellten, seine Soldaten irgendwie alleine mit dem brennenden Schloss lassen, oder? Taucher? Was? Was soll... Tauchen, was? Fliegerer Tauchmodus. Wie cool ist das denn? Taucht jetzt das ganze Schloss unter, oder wie?
Das ist auch eine gute Methode, die Flammen zu löschen, oder? Ich meine, ist nur die Frage, wie die Typen da unten Luft bekommen. Na egal. Auf jeden Fall, Sigurd ist quasi im Sand versunken und Kefra steht quasi allein in der Wüste da. Doch bevor wir hier endgültig entkommen können, müssen wir uns noch mit den Magitech-Panzern hier auseinandersetzen. So, zuerst versuchen wir das zu stehlen und bevor wir zaubern, hier haben wir die Geräte von Edgar und die können alle was anderes. Der Flitzebogen ist einfach nur ein Angriff auf alle Gegner, der Warnsummer sehen wir gleich und Giftschleuder ist einfach ein Giftangriff auf alle. Wir machen mal den Warnsummer und werden mit Terra mal ordentlich heilen. Oder brauchen wir eigentlich gar nicht, wir werden einfach Feuer machen. So, genau. Und mit Lock werden wir einfach stehlen die ganze Zeit. Oh, was ist los? Du bist irgendwie begeistert. Ja. Sie ist super, ja? Das war Magie. Magie! Lock ist es bis jetzt noch gar nicht aufgefallen, dass Terra zaubert. Obwohl das eigentlich momentan niemand können sollte, ne? Ich meine, ich kann das einfach. Einmal ist immer das erste Mal, oder? Terra gibt sich sehr verschlossen. Stimmt eigentlich, ja. Also sie könnte durchaus den Löwen hilfreich sein. Übrigens, wollen wir hier mal weitermachen, oder? Nicht ohnmächtig werden. Gut, dann geht's weiter. Wir schauen uns mal den Flitzebogen an. Und der Warnsummer, falls ihr es nicht mitbekommen habt, macht einfach nur Folgendes, dass er die Gegner verwirrt. Ist natürlich auch toll, ne? Wir wollen allerdings noch schauen, ob wir mal stehlen können und dann will ich noch den. Oh Gott, nein! Ja, ist egal. Dann schauen wir uns die Giftschleuder an. Locke ist leider gestorben, das ist nicht so toll. Hätte ich mir vorher überlegen sollen mit dem Heilen. Egal. Leider bekommt Locke jetzt auch keine XP und so. Auf jeden Fall entkommen wir Kefka und seiner bösen Truppe. Und zwar wen? Ja, das haben wir schon mitbekommen, ja. Oh, Bannon, der Anführer der Löwen. Na, dann ist ja Terra quasi der Schlüssel, ne? Ja, das werden wir noch länger nicht erfahren. Außerdem was? Ist irgendwie total toll, über sie in der dritten Person zu reden, ne? Na okay, dann mal auf nach Figaro Süd, ja. So, wir sitzen automatisch auf dem Chocobo jetzt hier. Und der Eingang nach Figaro Süd ist hier. Dann steigen wir gleich vom Chocobo ab. Und bevor wir hier reingehen und beziehungsweise was hier auf den Berg uns erwartet und wie es in Figaro Süd aussieht, das sehen wir nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VI. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß!